Und jetzt noch der zweite Teil zu dem Video, Zementierung der Beziehungsform. Jetzt mit der Frage, warum werden bestimmte Sachen idealisiert und warum werden andere Sachen abgestoßen, abgewertet, wie auch immer. Weil das sieht man ja in der Gesellschaft immer wieder, die Ausländer, die Nazis gegen Ausländer, dann gibt es Personen gegen Homosexualität, dann gegen Lesben und also es gibt immer irgendwelche Gruppierungen, die abgelehnt werden. Also jeder Mensch möchte ja auf irgendeine Weise dazugehören, damit er von seiner Umwelt auch angenommen wird, beziehungsweise sich angenommen fühlt. Deshalb sind Gruppen auch identitätsstiftend. Man ist Teil einer sozialen Gruppe, die einen akzeptiert, wie man ist. Das heißt, das eigene Handeln wird von der Realität positiv aufgenommen. Das beschädigt das Ich in seinem Sein. Wenn jemand aber nicht über sich selbst reflektieren kann, dann muss die Gruppe sogar sagen, wer die Person ist. Also die Gruppe muss das übernehmen, was ein selbstreflektierter Mensch tut. Wissen, wer man ist. Und wenn man das nicht kann, nicht über sich selber nachdenken kann, dann muss die Gruppe einem sagen, wer man ist. Je geringer die Selbstreflexion, je stärker verfolgt man die Ziele der Gruppe. Denn ein Angriff gegen die Gruppe stellt er dann noch einen Angriff gegen einen selber dar. Je stärker die eigene Identität mit der Gruppe verknüpft ist, je stärker lehnt man andere Sichtweisen ab. Bis zu aggressiven Verhaltensweisen, weil man ja die eigene Identität auf der Gruppe aufbaut. Die sagt, wer man ist. Ob man das jetzt wirklich ist oder nicht, ist egal. Man kann ja nicht über sich selbst reflektieren, man weigt es nicht. Deshalb ist es auch so, wenn... Deswegen lehnt man auch andere Sichtweisen ab, um sich halt auch abzugrenzen. Wie gesagt, man kann nicht selbst über sich reflektieren. Die eigene Identität wird von der Gruppe bestimmt. Und man muss sich halt mit der Gruppe, die man ist, auch von anderen abgrenzen. Und deswegen lehnt man auch andere Sichtweisen dann noch viel stärker ab. Oder verdreht sie gleich ins Negative, wie auch immer. Bei Menschen, die reflektieren, ist es so, dass diese Menschen mehr auf ihre individuellen Interessen achten, noch auf ihr individuelles Inneres. Sie beachten ihre individuellen Bedürfnisse. Und da das Innenleben des Menschen komplex ist, ist es so, dass der Mensch, der über sich reflektiert, sich aus der Realität das rausnimmt, was er braucht. Sie suchen sich das aus der Realität, was sie benötigen, was ihre Bedürfnisse befriedigt und nicht jetzt ideal und so alles. Also zum Beispiel ist es so, dass man einen Musikstil jetzt nicht idealisiert oder so. Das ist dann eher so, wenn man weiß, was man will, dass man dann bestimmte Bands mag. Bestimmten Sänger. Oder auch, dass man halt auf bestimmte Grenzen achtet. Wenn der Gesang jetzt anders wird, das hört man dann doch nicht mehr. Weil je komplexer die Umwelt ist, je weniger haben Ideologien darin einen Platz. Also zumindest werden sie der Realität nicht gerecht. Wenn man eine differenzierte Wahrnehmung hat, dann kann man auch die Wirklichkeit als etwas Komplexeres wahrnehmen als nur ein Ideal, als wie man jetzt nur alles mit einem Begriff beschreiben würde.